Hallo zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung, und zwar einen John Deere 6920. In der Downloadzeile steht 6x20 in der Version 1.1. So, da wurde wohl was dran gemacht. Konfigurationen vom Motor, maximal PS 235, viele Reifenkonfigurationen und Designkonfiguration, Felgenfarbe spielbar, und ein paar Sachen mehr noch. Der Mod selber, der hat eine Größe von 22 MB Größe. Ich denke, es ist okay. Er hat allerdings einen Error-Fehler und Lua-Stack-Fehler, wenn es richtig gerade noch weiß, drin. Nur so vorweg schon mal die Information dazu. Felgenfarbe kann man hier in alle verschiedenen Richtungen ändern, wie man das möchte. In Gelb, in, ja, wie ihr das halt möchte. Auch in dem Grün hier, ja, dem Grau. Ich würde ihn jetzt mal in Grau machen. Genau. Konfiguration: 138 PS, Standard 350 km/h, schnell und langsam für 350.000 Euro oder 2,7 im Leasing. Konfigurationsfähigkeiten sind wir bei Standard: 360 Kilo Frontgewicht und ein bisschen 560, 67.010. Fronthydraulik Standard. Wir machen wieder Fronthydraulik. Reifen Trelleborg, Michelin, Mitas, Lizard, Trelleborg. So, Trelleborg kennen wir Standard. Breitreifen. Zwillingsbereifung hinten mit schmal, genauso wie vorne. Kennen wir Standard. So, das war das. Michelin Standard, Breitreifen. Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten. Genau das gleiche wie vorne. Wieder auf Standard. So, und dann haben wir hier noch die Mitas. Standard. Breitreifen, Zwillingsbereifen hinten wie vorne, Standard. Und dann haben wir noch Lizard, mal andere, ganz andere Reifen, Standard, Zwillingsbereifung hinten, abgenutzt, ah okay, und Standard. Ich würde es einfach mal sagen, wir nehmen jetzt mal die Lizard-Reifen. Dann haben wir hier Design, Standard, machen wir ein bisschen so. Dann haben wir hier innen drin kommt ein Display, der Starfire, ah, oben auf dem Dach, GPS, Mod übrigens nicht am Start, ich nutze es allgemein nicht, ja, vielleicht irgendwann mal, momentan auf jeden Fall nicht. So, Starfire, Hirsch, das Hirschchen da vorne auf der Motorhaube dann, ne, KZ, wo ist Hirsch, Kennzeichen, hier hinten, ah, okay, Kennzeichen, achso. Das ist doch schon ewig schon dran. Okay, vorne, ach vorne. Jetzt genau vorne war das. Und dann haben wir Hirsch und Lichter oben. Und alles. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alles ins Programm mit rein, was hier geht. Für 2600 Euro. Dann hätten wir hier Motorausführungen. 138 PS. 150 PS. 160 PS, 175, 235 und das war's aber auch schon wieder. Frontlader, wie ihr wollt. Hier kommt ja noch die Box dazu hier. Oder nein, wir machen es mal dazu. Gucken wir mal, wie es aussieht. Gut. Okay, kaufen wir denn die Kiste. Zack. Gut. Und tada, da steht er auch schon. So sieht er aus. Hier von vorne aus sieht echt nicht schlecht aus, finde ich jetzt. Mal andere Reifen, vor allem hier sind die Reifen noch mal, dass ihr die genau seht. Sehen ein bisschen anders aus wie die Standardreifen auf jeden Fall. Hier nur Fronthydraulik, nur viele Kabel dran, dafür die gehen hier runter. Allerdings, okay, das ist halt zum Anstöpseln hier dran. Das könnte vielleicht noch ein Fehler sein, ich weiß es nicht, ob die nicht irgendwie hier reinkören. Im Normalfall, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Hier hinten haben wir noch die Anschlüsse und so weiter. Okay. Hüpfen mal rein. Gut. Jetzt sind wir mal drin. Hupe. Hupe cool, ne, wie immer. Geniale Sache hier. Dann haben wir hier SimpleIC habe ich zwar als Mod drinnen. Sieht aber so aus, als wäre es hier praktisch auch nicht verbaut. Genau, also von dem her,
Ich sehe es jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, nicht, dass dieses Verbot wäre, ne? Okay, gut. So, dann lassen wir mal die Kiste an. Das hört sich so ein bisschen nach Standard an, würde ich sagen. Bin aber nicht ganz sicher. Ne? Dann können wir es wieder ausmachen hier alles. Wobei, das können wir eigentlich auch anlassen. Dann sehen wir. Dann machen wir lieber das hier aus. So. Beim Rückwärtsfahren kommt die Piepse wieder. Und genau. So wie beim LKW, wie man es kennt. So, da ist alles okay. Jetzt wollte ich auch mal schön was gucken, ob eventuell ein Frontlader dabei ist, weil das habe ich jetzt nicht geguckt gehabt. Frontlader. Kein spezieller zumindest dabei. Am Ende den Standard dabei. Und dann war noch irgendwo. Genau, da war aber auch keins dabei. Ne. Genau. So. Gut. Das funktioniert also. Kein Problem. Halt. Wir wollten ja noch das testen. Er wackelt auch, wenn man so ein bisschen lenkt. Füße funktionieren auch. Das funktioniert also auch. Okay. Also funktioniert auch hier Frontlader einwandfrei. Super. Upsa. So, das funktioniert also auch. Stöpsel sind drin. Für ihn haben wir sicher kein Problem zu ziehen. Genau, so. Lichter oben funktionieren auch. Läuft auch 57. So, machen wir den Motor mal aus und gehen mal kurz in die Dunkelheit. So. So. Einmal Licht. Zweimal Licht. Dreimal Licht. Viermal ist wieder aus. Einmal Licht, hier drin passiert jetzt erstmal nichts. Lasse ich den Motor an. Ihr seht's. Wenn das Licht auswischt, dann haben wir halt das hier. So, dann geht es mich ein bisschen was an. Das Display geht an. Die Anzeigen würden wahrscheinlich nicht funktionieren, gehe ich mal davon aus. Aber wenn ich das Licht anmache, dann wird alles schön hell. Genau. Auch Digitalanzeige, die drei, zwei Zeiger funktionieren auch hier drin. Schön. Natürlich die Hupe, ne? Ich meine, das ist auch ganz, ganz toll. Okay, so. So sieht er dann von innen aus praktisch. Die Füße werden getreten. Lenkrad dreht sich auch mit. Und da halt auch knapp 60 läuft, ist natürlich auch wieder eine ganz andere Sache hier. Wir humpeln mal kurz hier drüber, mal gucken, ob es geht. Zack, einwandfrei, kein Problem. So, um die Kurve. Umkippen tut er auch nicht. Feine Sache. So. Ja, wie gesagt, er hat, wie gesagt, noch ein paar Fehler drin, klar. Error und Lua. Und ja. Deshalb würde ich sagen, super Mod, bis auf die Fehler halt. Soweit alles in Ordnung.
Wer ihn runterladen will, Link wieder in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen oder ein Abo. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei mir auf dem Kanal, zum nächsten Mod oder Karte, je nachdem. Und bis dann, ciao.